Servus und Gute, hier ist wieder der Micha. Heute gibt es ein Wunschrezept, und zwar ein Wunschrezept vom Donnerkeks. Es ist jemand, der regelmäßig bei mir Kommentare schreibt, und der hatte mich darum über Facebook gebeten, ich sollte doch mal einen mecklenburgischen Rippenbraten machen, weil es einfach zu wenig mecklenburgische Rezepte auf YouTube gibt. Er hat mir ein Rezept geschickt, ich habe es nachgekocht, habe es natürlich etwas verändert, weil normalerweise ist das ohne Schwarte. Ich habe die Schwarte dran gelassen, weil ich es gerne ein bisschen knusprig mag. Es ist gut geworden. Also meine Arbeitskollegen, ich hatte zu viel gemacht. Das war ein Teil, ein Trümmer von über 2 Kilo. Da habe ich nicht alles geschafft, und den Rest haben meine Arbeitskollegen wieder gemacht, und die waren alle total begeistert. Das Einzige, was ist, ich glaube, ich habe ein bisschen viel von diesem Pflaumen da reingestopft. Also einen kleinen Bauch, so ein Handtäschchen, wurde dann anschließend so eine Art Dudelsack. Aber seht einfach selbst. Steven, ich hoffe, es gefällt dir das Video, und ich habe in deinem Sinne gehandelt. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, man sieht sich. Was brauchen wir für unseren mecklenburgischen Rippenbraten? 1 bis 2 Kilogramm dicke Rippe, Backpflaumen 100 bis 200 Gramm, besser etwas weniger, 2 bis 3 Äpfel, zwar säuerliche, etwas Suppengemüse. Dann brauchen wir 3 bis 4 Zwiebeln. Wir benötigen noch etwas Butterschmalz, Salz, und zum Verschließen brauchen wir entweder Zahnstocher oder Wurstgarn. So, wir legen los. Ich habe den Bauch oder beziehungsweise die dicke Rippe erstmal in gesalzenes Wasser reingelegt für so eine circa halbe Stunde, und mit der Spatel nach unten. So, jetzt kommt die Äpfel dran. Die habe ich dann erstmal geschält und dann anschließend in Spalten geschnitten. Mit so einem Teil, was ich da hatte, geht es natürlich wunderbar. Da ist nämlich das Kerngehäuse gleich mit raus. So, jetzt nehmen wir die Zwiebeln. Die kommen dann anschließend neben unserem Braten. Die brauchen wir wirklich nur grob zu schnippeln, also nicht irgendwie in Ringe oder so. Jetzt habe ich hier unsere Apfelspalten. Die habe ich dann genommen und habe sie noch irgendwie klein gehackt, so dass es dann für den Rippenbraten okay ist als Füllung. So, jetzt Achtung. Normalerweise ist dieser Rippenbraten das Originalrezept ohne Schwarte, hatte ich ja schon gesagt. Ich mag aber Schwarte, und ich mag, wenn es knusprig ist. Man möge mir verzeihen, ich habe sie dran gelassen, habe sie aber extra tiefer eingeschnitten, damit das Salz dann wunderbar dann auch an das Fleisch kommt. So, jetzt schneiden wir oberhalb der Knochen, also oberhalb der Rippen fangen wir an. Ich habe da ein kleines scharfes Messer genommen, schneiden wir so eine Tasche rein. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir mit unserem kleinen Messer einfach nicht mehr weiterkommen. Dann wechseln wir zu einem großen. Das sieht man hier. Ich bin dann halt rein, habe dann weiter gestochert da drin und weiter geschnippelt. Und aufpassen, dass er nicht durchstecht. Es soll ja eine Tasche werden. So, und wenn das dann fertig ist, dann sieht das so aus. Jetzt wird das ganze Teil von innen erstmal schön gesalzen. Und anschließend nehmen wir wechselnd einmal die Äpfel und einmal unsere Backpflaumen rein. Und stopfen das richtig schön rein. Ich sag's nochmal, zu viel von diesen Pflaumen genommen. Also mir persönlich war es zu viel. Und das war schon ein relativ großer Prügel. Also mit Zahnstochern hätte man da nichts mehr machen können. Ich habe hier einen Tapas-Spieß genommen, habe mir vorne ein kleines Loch reingebohrt und dann Wurstkordel, wie wir sagen. Und dann kann man das wunderbar da durchstechen. Das sieht man ja hier. Und auf der anderen Seite kann man dann den Kordel wieder rausziehen und oder zurückziehen vielmehr. Dann hat man eine Seite da, eine Seite auf der anderen, und man kann das wunderbar fest zusammenknoten. Also es sollte schon richtig fest zusammengeknotet sein, nicht dass das ganze Gedöns, was da innen drin ist, wieder rauskommt. So, das machen wir auch auf der anderen Seite. Man sieht es hier, und wenn man dann komplett fertig ist, ich habe das so alle 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter habe ich so einen Faden gesetzt. Dann schaut das so aus. So, jetzt kommt noch der kleine chirurgische Eingriff. Wir müssen ja die Fäden, was wir vernäht haben, einfach erstmal wieder ein bisschen abhobeln. Sonst ist das, ich weiß nicht, mir zu viel Faden später. So, jetzt kommt Salz, und auch von außen. Einmal schön einmassieren die Schwarte. Ich drehe ihn rum. Von da kommt natürlich auch noch Salz hin. Und dann wird das Ganze
angebraten und zwar in Butterschmalz. Wir nehmen Butterschmalz, lassen das schön heiß werden und braten das von allen Seiten an. Wer jetzt keine Spate hat, brät es natürlich auch von dieser Seite, von der Fleischseite an. Ich habe es, man sieht es hier, aufgestellt und außer die Spate habe ich alle Seiten angebraten. Wenn das soweit fertig ist mit dem Anbraten, kommt das Teil raus aus der Pfanne, kommt dann in die endgültige Position, in diese, ja, ich sag jetzt mal Bratenpfanne, die ich da habe. Und dann anschließend kommt jetzt die Abwandlung von mir. Bei mir muss ja immer Suppengemüse dabei sein. Da habe ich aber etwas weniger genommen als sonst. Das war tiefgefroren, so portionsweise. Habe ich leicht angebrutzelt, etwas Wasser dazu und habe dann den Bratensatz gelöst. So, ist das passiert, nehme ich das Ganze vom Herd runter und fülle es einfach neben unseren Rippenbraten. So, jetzt kommt zum Schluss nur noch unsere grob gehackten Zwiebeln dazu. Und dann wandert das ganze Ding bei 180 Grad Umluft für genau 2 Stunden in den Backofen. Und wenn das dann fertig ist, ja, dann sieht das Ding so aus. Es hat sich ganz schön verändert. Zumindest mal, ja, so eine leichte Solariumbräune hat es bekommen. Und glaubt mir, das Ding war super. Meine Arbeitskollegen haben sich richtig drüber gefreut. Die haben nämlich die Reste am nächsten Tag bekommen. Das Ding war über 2 Kilo, der Prügel. Ich habe ihn nicht geschafft und die waren wirklich begeistert. So, ich schneide ihn mal an. Der Anschnitt, der sieht ja wirklich noch gut aus. Denn so, meines Erachtens nach, wäre es okay, wenn die Füllung so viel wäre. Gleich kommt ein Bild, da seht ihr, wie ich gestopft habe. Das war dann wirklich zu viel Pflaumen. Nehmt ein bisschen weniger, manchmal ist weniger etwas mehr. So, und wenn es euch gefallen hat und vor allem, wenn es dem Donnerkeks gefallen hat, dann wünsche ich mir einen Daumen nach oben. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Rezept. Lasst es euch schmecken, sagt euer Micha.